Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel Gamercult. Es ist Zeit für das, ja, Spiel der Spiele in meinen Augen, nämlich Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, ursprünglich 2007 erschienen für den Nintendo Wii, ist ein Meilenstein, eines der wohl meistverkauftesten und besten Videospiele überhaupt. Vor allem meiner Meinung nach besten Videospiele überhaupt. Und ich werde dieses Game, weil ich es noch nie komplett auf mein Channel gesockt habe, jetzt, bevor Super Mario Bros. Wonder erscheint, nochmal zocken und nochmal ein bisschen eintauchen, denn mit Super Mario Galaxy 2 bin ich erstmals mit Nintendo und dem ganzen Mario-Zeug so richtig damals auf der Wii in Berührung bekommen in meiner Kindheit. Dementsprechend hat das Spiel sehr viel in meiner Kindheit. Und umso mehr ein Grund, es jetzt anzuspielen, beziehungsweise es anzuspielen, zusammen mit euch Super Mario Galaxy eben zu spielen. Ja, wie wird das Ganze ablaufen? Dies ist eine Art Live-Let's Play mit nachheriger Archivierung. Mag heißen, ich zock das Game live im Stream, so wie jetzt hier. Ich werde allerdings nicht den ganzen Stream archivieren, sondern ich werde das in Parte einteilen, im Nachhinein, und diese Parte dann hochladen. Mehr ändert sich nicht, nur das hat mitten für euch gesehen, mitten im Stream auf einmal dann sagt, so, das war's mit ein paar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, das war's so. Und für euch, die es nachher das Video anzieht, das Ganze einfach wie normale Parts. Vielleicht mit einem Unterschied, dass der Live-Set unten nichts eingeblendet ist, aber das ist ja Wurst. Bevor ich sagen, wir labern nicht mal weiter rum, sondern fangen auf dem Gleis an mit Super Mario Galaxy. Ich bin gehypt auf dieses Game. Let's go. So. Wie kann man das jetzt bedienen? Ach Gott, das Bewegungsstörung ist ja schlimm. So, wir nehmen Datei. Wir nehmen Datei 6. Wir fangen jetzt von hinten an. Und fangen mit diesen Sternen an. Ich habe den ersten als Mario gemacht, aber ich glaube, ich nehme ihn lieber jetzt aus Yoshi. Und Yoshi wollte es fühlen, dass wir jetzt werden. Ich sag's euch. Ja, leider haben wir hier fürs Erste kein Greenscreen, deswegen wird vermutlich das ganze Let's Play über kein Greenscreen sein, aber es haben wir auch mal nicht Greenscreen Let's Play. Ich glaube, damit kann man leben. Ich denke es. Aha, da gibt es etwas, was wir bekommen. Sehr interessant. Und da kann man die ganzen Sternenstaub einsammeln. Ich weiß gar nicht. Ah, genau, mit der. Also, er ist besser ganz nicht auf der Wii Original, sondern dieses für die Switch rausgekommene Super Mario 3D All-Stars. Irgendwas müsste erstmal die Störung gewöhnen, ne? Ey, das sieht so schön aus. Das ist alles so beleuchtet und so unfassbar schön. Oh mein Gott. Hallo Toad. Das ist einfach Kindheit pur. Sagst du, wie es ist? So. Aber, oh mein Gott. Was ist da? Die schöne Beleuchtung. Die geht weg.
Boah, ganz so grette sieht das aus. Da will ich mal lieber nicht in der Lage sein als Mario. Aber warte mal, bin ich ja, wenn ich Mario sorg, ne? Naja, wir müssen also nun Prinzessin Peach befreien von Bowser. Und auch den Toad befreien. Aber irgendwie können wir den noch nicht befreien. Aber bald. Also, schnell zu Prinzessin Peach. Oh Gott, die Steuerung ist mal mega gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wir müssen einfach mal geradeaus Richtung Castle gehen. Das wäre jetzt einfach mal mein Vorschlag. Ja, da wird zumindest mal fett nach Hilfe geschrien. Das hört sich doch so mal nach der richtigen Richtung an. Meine Steuerung, boah. Okay, das wird schlimm werden mit der Steuerung, das sehe ich jetzt. Aber das ist halt bei alten Spielen, da muss man jetzt einfach an die Steuerung erstmal wieder gewöhnen. Das dauert das auch ein bisschen, bis man das daran gewöhnt hat. Das wird einfach das Schloss von Prinzessin Peach entführt. Oh no. Oh no, 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 no. Boah, mit was für einer Wucht. Und auch noch die Erde gleich mit. Das wird jetzt alles verschleppt. Ob wir das jemals wiedersehen werden? Ich glaube nicht. Mario! Oh oh, und da ist Kamek. Oh nein, Mario! Tja, ganz und tragisch. Die Geschichte als Mario erneut Prinzessin Peach retten müsste. Aber was ist das? Wer oder was hat mich aufgeweckt? Wer oder was bist denn du? Beziehungsweise, wo bist du? Beziehungsweise, bin ich sie überhaupt? Fragen über Fragen. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Ah, okay. Ja, ich hab gerade, dass man mit B springt. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Hä? Was weiß ich, wo die sind? Mann, ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Wurscht. War so cool, dass ich meine Kamera nicht drehen kann. Den alle überall versteckt, oder was? Dass der ersten den ich gleich haben werde, oder halt auch nicht. Jawohl, da habe ich doch mal einen ersten.
Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Okay, mehr sagst du noch nicht. Interessant. Loch ist halt ein gutes Stichwort, ne? Wenn man das Richtige erwischen wird, ne? Ach, hier ist ja gar kein Loch mehr. Da ist das zweite Hase. Mal auch Glas haben, ich bin in sowas. Es ist nicht gut. Aber es hab ich nicht weit Nasen. Das ist ein bisschen leckt. Warte mal kurz. Ich glaube, das kommt mir da so vor, dass es leckt, denke ich. So, ich hätte mich im hohen Gras verstecken sollen. Ah ja. Ich frage mich, was wird das hohes Gras definiert? Das hier. Dann bleib stehen. Komm. Jetzt hat er voll. Avisade. Lass das uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Aha. Die Mutter geht's also. Interessant zu wissen. Tut mir leid, dich so plötzlich hierher zu bringen. Der Stern verbindet die Erde und die Galaxien. Wir nennen ihn das Sterntor. Aha. Okay, ja gut, das habe ich schon verstanden jetzt. Da oben ist unsere Mama. Bitte hör dir Mamas Bitte an. Und dann hören wir da doch mal zu. Ah, Rosalina ist ihre Mutter. Sachen, die ich noch gar nicht wusste. Also, wo ich gerade irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe dich von diesem Sterntor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Und den dir kostbarsten Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leite dir das Sternenkind Juma. Ui, und auf einmal hat Mario ganz besondere Power. Du hast jetzt die Tri-Attacke erlernt. Schüttel oder drücke Y. Mhm. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Juma unseren Freund den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Mhm, okay, also wir müssen große Sterne retten. Ich würde sagen, wir kommen mal hin. So. Ja, auch hier, jetzt wollte ich gerade ausprobieren. Mit der Hütte. Hier jetzt genug Hütteln. Jawoll. Kommen wir auch hin zu einem Sternring. Mit einer Abschlussrampe, um auf einen anderen Stern zu fliegen. Er ruft dich zu einer Reise zu den Sternen. Okay, ich würde sagen, let's go. Ich habe schon auf das gewartet. Und ein Sternring hatte es auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerbrochen. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind die Sternsplitter? Suche sie, pass aber auf, wo du hintrittst. So, hier gibt es nämlich böse Gumpas und auch etwas, wo man runterfallen kann. Das, was mich beinahe erwischt hätte. Oder auch herunterfallende Meteoriten.
Oh mein Gott, da gibt es einen One-Up. Jawohl, kann man mit so einem Wandhochsprung-Dingens, der Wand ist, wenn sie einfach so ein Hochsprung-Dingens machen. Da ist auch so der letzte Splitter. Und evala, dass der Teil öffnet ist. Hier gibt es noch eine Münze. Münzsachen, die einer wieder leben bringen, zum Beispiel, wenn man was auch immer random stirbt und sowas. Ja, das Spiel wird jetzt noch ganzes Insels haben. Ich sage es euch jetzt mal. Also, wir werden da noch oft das gewaltig rumfluchen in diesem Game. Hol mich hier raus. Einer der Feinde muss einen Schlüssel haben. Okay. Hat schon mal sehr gut geklappt. Ja, hier kann man aber sehr schön sehen, Münzen bringen Leben. Aber hat nur noch nichts eingesammelt, die Münzen, deswegen lohnt sich das. Münzen nämlich noch nicht direkt am Anfang einzusammeln, sondern da bis zum Ende zu warten. Aua. Er hat also einen Schlüssel. Gut zu wissen. Ich will aber den letzten Gumpa auch noch umbringen. Boah, jetzt wieder S-Sphäre mit dem Einsetzen von den Höhen und Tiefen. Danke, könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben. Wandel mich in einen Sternring. Steig auf und press nach vorne. Verwandlung! Ja, das kann man natürlich machen. Selbstverständlich helfen mit deinen Friends. Ah, das hat man glaube ich nicht drauf, weil diese Dinger sind nämlich ein bisschen Strom geladen, sag ich mal. Boah, das ist mal ein Riesengumpa. Irgendwas sagt mir, dass wir da jetzt hin müssen. Ah lol, jetzt geht das Ding nochmal los. Okay, okay, verstehe. Beeilung! Hier drin sind auch noch Freunde von uns. Ja, okay, okay, sehr. Tja, alles halt der Welt im Zusammenhang erst alles hier dazu sagen. Wir haben schon auf das gewartet. Oh. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Okay. Sie verwandeln die Kraft des großen Sterns. Und diese Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halt irgendwie die Maschine auf. Ich hab das auch einfacher gesagt wie getan. So, die Münze brauchen wir vielleicht später. Danke, dass ich gerade nichts sehe. Wenn ich nämlich da hab ich mir nämlich schon gedacht, die müssen alle von diesen Fußhaltern berühren. Aua, ich wollte einfach auf dich drauf springen. Aber Wurst. So, es gibt's. Nein. Und noch mehr von diesen Haltern. Habe ich mir fast schon gedacht. Ja, weil da gibt's auch nochmal einen. Und diese nervigen Guppas gibt's auch noch. Und jetzt ist die Maschine also zerstört. Und da ist er, der Stern. Der erste. Ha. Und da haben wir ihn, den ersten Stern. Hast du noch die Animation, alles so und was schön. Das ist es doch mal. Thank you.
Oh, die Musik ist auch so unfassbar schön von diesem Game. Es ist wirklich alles. Diesem Game ist eigentlich so sinnlos perfekt. Ich sag's auch wirklich, wie es ist. Du hast einen großen Stern erhalten. Jawollo, so muss das. Ja, ich lese jetzt nicht vor, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich habe gerade keine Lust, das vorzulesen, wisst ihr, also. Deswegen lese ich es einfach mal nicht vor. Bild von Bowser sah so witzig aus gerade. Also, was denn deine Bitte, Peach? Sternschiff, jawohl. Okay. Also, wir müssen eine nahegelegene Galaxie bereisen. Sternschau-Terrasse und befreie die Power Stanley. Okay. Ach, die Lava hier macht so viel, ey. Okay, also, wir haben was zu tun. Wir müssen die Sterne befreien. Wir speichern erstmal. Weiß ich nicht, ob das Spiel automatisch speichert. Ich glaube, ich kann das doch jederzeit. Weiß ich nicht, wie es mit Speichern verhält, ehrlich gesagt. Ob es immer und dann speichert, wenn es da auch speichert, oder ob das quasi immer speichert. Das muss es mal anschauen. Also das hier ist es also, unser wunderschönes, wunderbares Raumschiff. Und da ist eine One-Up. Jawoll, damit haben wir 6 Leben. Und für den könnten die mehr, aber das sind vermutlich auch mehr versteckt. Okay, was auch immer hier ist, es funktioniert noch nicht. Wie so viel ist auf diesen schönen Raumschiff, glaube ich. Schauen wir uns erstmal das Raumschiff hier ein bisschen an, würde ich sagen. Man kann ja auch hier auf den Raumschiff frei sterben. Man macht etwas Wesen, geht hier ins Dunkle. Ui, ich glaube, hier war es sogar noch fast nie. Ah, Mann, ich will die Kamera mit R drehen, das geht. Ah, einmal geht's. Hier geht's wieder nicht. Ist etwas, was eigentlich immer gehen sollte. Wird leider voll häufig nicht geht. So, jetzt ist die Missrissie eingestellt. Aber natürlich ändert sich das gleich wieder, wenn man hier ist. So, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss da rein. In das Gebäude. Schön, dass du hierher gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, es ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und dorthin reisen. Okay. Sehr interessant zu wissen. Okay, ja, halt hier vor, ich habe ihn nicht. Wir spielen im... Ja. Okay. Sehr interessant. Also hier gibt es einen riesen Haufen an Galaxien, die auf uns warten, bespielt zu werden. Sagen wir mal so, wie es ist. Und das hier ist die erste.
neuer Galaxie und diese werden wir uns im nächsten Part anschauen von Super Mario Galaxy. Macht's gut, bis dahin und ciao!